So, meine lieben Freunde, das ist geschehen. YouTube, herzlich willkommen. Heute spielen wir mal Diablo 3. Heute machen wir mal ein entspanntes Speed-100er Rift. Dafür zeige ich euch einfach mal mein Gear. Ja, das besteht halt aus dem kompletten Wirbelwind-Set plus Klaglied, Armschiene, ne, damit man weiß, Zorn des Berserkers, erhält jede Rune. Duft der Zeit ist natürlich dabei. Und natürlich nicht zu vergessen, die Vulkatos feierlicher Eid. Wenn ihr etwas höher im Rift geht, dann solltet ihr andere Waffen nehmen. Das habe ich in einem anderen Video aber auch erklärt. Das sieht man dann auch, was man da benutzen soll. Steine sind klar. Wir benutzen Teguk. Wir benutzen Verderben der Gefangenen. Und wir benutzen Verderben der Geschlagenen. Ja? Stufe 101 wird ein ganz entspanntes Ding. Skillung ist so, aufstampfen ist unsere Defense-Ressource, weil jedes Mal, wenn wir aufstampfen, durch den Ring im Cube, so sollte das aussehen. Ne? Amboss Stolz haben wir drinne, Mantel der Skanalisierung und natürlich Band der Macht. Durch Band der Macht aufstampfen, 80% Schadensreduktion. Sollte hier aber kein Problem sein. Zorn des Berserkers, wir können mal einmal durchgehen, aufstampfen mit Zerren und Schmettern. Dann ziehen wir Gegner 24 Meter Radius an und stunnen die für 4 Sekunden. Dann haben wir dabei einmal den Kampfrausch. Das ist zum Beispiel ganz gut, weil ihr kritische Treffer heilen mich und mein Schaden wird natürlich erhöht. Mit Sprint spiele ich sehr gerne Marathon. Das ist eine wutverbrauchende Fähigkeit. Das heißt, die verbraucht Wut. Gut, wenn ihr die anderen zwei legendären Einhänder-Sets tragt. Ich glaube, das ist Schmeer und der kleine Schurke. Dafür ist das gut. Benutze ich aber trotzdem auch, weil man halt schneller im Rift ist und natürlich Zorn des Berserkers mit Wahnsinn. Wirbelwind machen wir mit Auge des Sturms. Glaube ich, wäre gar nicht so nötig, wenn man hier ja diese Wuterzeugung hat, aber da wir die unendlich haben, lassen wir das auch immer genauso, wie es ist. Und Equipment-mäßig, ne? Sollte halt ungefähr so aussehen. Wir sind jetzt bei 1,3 Millionen Damage. Was natürlich schon ziemlich viel ist und so ein 100er eigentlich gar kein Problem mehr ist. Ich war aber damals auch noch bei 800.000 Schaden und da könnt ihr einen 100er auch locker schaffen. Nur da müsst ihr euch dann etwas mehr darauf konzentrieren, immer euer Aufstampfen zu benutzen. Das ist dann halt immer sehr wichtig. Hier ist auch immer wichtig, immer schön die kleinen Viecher zusammenziehen, da die euch immer wieder diese Explosion geben, die ihr braucht, um eine Elite-Gruppe sehr, sehr schnell platt zu machen. Und dann gucken wir halt einfach mal, dass wir hier genug haben und das alles ein bisschen zusammenziehen können. Man sieht schon, die sterben recht schnell, die Adds. Hoffentlich kriegen wir auch ein gutes Rift, wo wir mal ordentlich Gas geben können, weil das vorige Rift, das war ja so schnell fertig. Das war Wahnsinn. Ah, hier haben wir zum Beispiel Macht. Das kommt ein bisschen früh. Ist immer am besten, wenn man das beim Boss hat. Aber naja, was soll man machen? Und die platzen halt sofort. Naja, wir sehen ja auch, aber trotzdem, auch wenn wir einen 100er fahren und wir spielen ohne Macht, dann gehen die ja auch super, super, super schnell kaputt. Oben ist wieder eine Pylon. Gucken mal, dass wir hier noch eine Elite-Gruppe finden. Da ist sie sogar schon. Die stirbt dann auch recht schnell. Nur, wir haben schon die Hälfte vom Progress fertig. Wir haben jetzt hier einmal. Oh, das ist immer ganz gut. Dann haben wir wenig Cooldown. Wir gucken noch mal, ob wir hier unten noch mal eine Elite-Gruppe finden. Da ist sogar noch eine. Perfekt. Die sollte auch sehr, sehr schnell weg sein. Dann gehen wir vorne in den zweiten Level. Hier sollten wir wieder aufstampfen. Wir haben es gerade gehört. Unser Begleiter hat uns geheilt. Jetzt fallen natürlich diese Bomben runter. Die One-Hitten natürlich dann so gut wie alles. Oben wieder eine Elite-Gruppe. In einem engen Gang sollte aber kein Problem sein, da wir sie mit dem Aufstampfen immer wieder stunnen können. Sollte sie auch hier nicht so viele Effekte zaubern können, was man ja auch sehen kann. So viel ist da nicht. Und sobald die Elite-Gruppe tot ist, geht es weiter. Ob ihr da mal ein oder zwei so eine kleinen Dinger verpasst, ist nicht so schlimm. Hier immer alles schön mit Aufstampfen zusammenziehen. Und stirbt hier alles schnell. Da gibt es ordentlich Progress. Könnt ihr ja mal die Leiste unten rechts mittig beobachten. Die geht sehr, sehr schnell zu.
Oder füllt sich sehr, sehr schnell. Weil hier so ein 100er Speed halt auch nicht das Problem ist. Ich habe gestern auch nochmal zu zweit gespielt. Da hatten wir auch einen. Hatten wir einen 110er Rift gemacht. Das war natürlich auch. Aber da musste ich halt mit dem Schurke spielen. Mit den anderen Waffen. Die ich auch in dem anderen Video schon gezeigt habe. So, und dann gucken wir nochmal. Ja, hier ist nochmal ein Schild. Das ist natürlich optimal. Portalwächter-Spawn natürlich 2000 Kilometer von uns weg. Aber er lässt sich natürlich nicht die Ehre nehmen, selber zu kommen. Jetzt müssen wir uns hier natürlich keine Gedanken mehr machen, ob wir hier aufstampfen viel oder nicht. Wir tun es halt trotzdem, weil wir halt mit dem Aufstampfen immer wieder den Boss interrupten in seinen Aktionen. Wir haben ihn hier eh gerade schön in der Ecke. Immer wieder euren Speed benutzen. Und das war dann auch schon der Run für einen 100er Rift. Was natürlich jetzt von der Leistung her nicht so schwierig ist. Da ein 100er Rift, also mit dem Set halt schon leicht ist. Und gerade wenn ihr bei dem Damage seid, geht der dann halt schon easy ab. Da kann man ein schönes Speed Rift mitmachen. Ich habe auch noch ein Video, wo ich einen 100er mache, wo das nicht ganz so schnell ist, da haben wir auch weniger Damage. Aber das ist natürlich wieder so eine schöne Vorschau, wo man dann mal zeigen kann, wie schnell so ein Greater Rift eigentlich gehen kann, wenn man ein bisschen mehr Damage hat und die Waffen oder dementsprechend das Gear etwas höher gestackt ist. Das ist ja natürlich super. Das war's von mir. Danke fürs Zusehen und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss.